Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Benutzer DCB. Hallo, stell dich doch mal vor. Hallo, ja, ich bin DCB, bin 20 Jahre alt, komme gebürtig aus Löbau in der Oberlausitz. In Sachsen, sag's doch nur. Ja gut, es ist Sachsen und ich studiere in Dresden Politik- und Kommunikationswissenschaft und bin seit August 2012 in der Wikipedia aktiv. Und ich habe mir mal deine angeschaut, was du, wie viel du da so machst, und du hast dich angemeldet 2000. Das ist eine Umbenennung 2013. Aber hier sind etwa 30.000 Bearbeitungen, die dann da inzwischen angefallen sind. Ja, das ist auf die Wikipedia vor allen Dingen Vandalismusbekämpfung. Da ist es natürlich ein bisschen hochgeschnellt, die Zahl. Mhm. Das mache ich in letzter Zeit weniger, sondern da geht es mir eher um das Artikelschreiben. Gerade Dresdner Volleyballspielerinnen waren gerade so ein Projekt, was ich abgeschlossen habe. Also der gesamte Kader des deutschen Meisters und Pokalsiegers ist jetzt mit Artikeln ausgestattet. Und das ist jetzt wirklich so mein Hauptarbeitsgebiet. Also Artikel schreiben zu Persönlichkeiten aus Dresden und Umgebung ist so seit einem halben Jahr das, woran ich arbeite. Du bist, das heißt, du bist eingestiegen bei der Wikipedia schon als Autor, aber bist dann ziemlich schnell in Funktionen rein. Ja, also ich habe angefangen mit Artikeln im Film-Fernsehbereich. Da habe ich Dinge ergänzt. Da, auf hier, ja. 15. Ja. Ja, also habe ich Informationen ergänzt. Das ging so ganz langsam los. Und es hat mir Spaß gemacht, mitzuarbeiten und Informationen zu ergänzen und zu recherchieren und auch neue Dinge herauszufinden. Und dann nach einem Jahr bin ich Mentor geworden und habe eben neuen Leuten geholfen und bin dann auch nach im Mai 2015 dann ins Schiedsgericht gewählt worden, weil mich eben auch die Seite interessiert hat, diese Streitschlichtungsebene oder dieser Versuch zumindest, und nicht direkt als Admin anzufangen, sondern mal im Schiedsgericht und mal mehr anzuschauen, wie diese Konflikte da behandelt werden und wie ich da helfen kann, mal als Jungspund. Genau, also erstmal schauen, wie ich vielleicht auch mal mit einem neuen Blick der Wikipedia helfen kann und auch mal weg von dieser reinen Artikel bearbeiten und Content liefern Sache und auch mal schauen, auf welchen anderen Ebenen man in der Wikipedia noch mitarbeiten kann. Und was macht denn das Schiedsgericht? Das Schiedsgericht der Wikipedia ist so die Streitschlichtungsstelle der Wikipedia. Streitet sich denn jemand mit der Wikipedia oder die Wikipedianer untereinander? Also es geht vor allen Dingen um Wikipedianer untereinander. Also es gibt natürlich immer mal Probleme, Auseinandersetzungen. Also Wikipedia ist ein Projekt, an dem Menschen mitarbeiten, und dann kann es natürlich auch zu Konflikten zwischen diesen Menschen kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das Schiedsgericht ist eben wirklich dafür da, nicht inhaltlich zu entscheiden, sondern eine Lösung zum Wohle aller Beteiligten zu finden, wie sie sich vielleicht aus dem Weg gehen müssen unter Umständen mit Auflagen oder wie sie eben in Zukunft miteinander arbeiten können. Und das sind eben auch so unsere Ansätze gewesen, also zu schauen, was waren die Probleme, die es gab in den einzelnen Fällen, und zu schauen, wie kann man da versuchen, zum Wohle der Wikipedia alle an einen Tisch zu bringen und eine Maßnahme zu finden, die der Wikipedia weiterhilft. Denn natürlich spielen die Autoren in der Wikipedia eine Rolle, aber zum Gelingen des Projektes ist es eher wichtig, mal diesen Blick auf sich selbst und auf die anderen zu vernachlässigen und zu schauen, was dient denn dem Projekt im letzten Sinne. Jetzt finden ja zurzeit Schiedsgerichtswahlen statt. Das ist, glaube ich, alle halbe Jahre, dass sie stattfinden. Dort haben sich sehr wenig beworben. Ne? Ja. Was für Eigenschaften muss man denn mitbringen? Was muss man denn können, um im Schiedsgericht mitmachen zu können? Zunächst einmal sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben, wie es in der Wikipedia läuft und wie solche Konflikte rund um inhaltliche Themen entstehen können. Das ist auf der anderen Seite wichtig, auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite natürlich auch die Fähigkeit, seine eigene Meinung aus Fällen rauszuhalten. Also möglichst neutral und unvoreingenommen an die Fälle herangehen und zu schauen,
was kann helfen und auch kreativ zu sein, Lösungen zu finden. Also nicht alles lässt sich mit Schema F abarbeiten, sondern man muss halt auch mal neue Wege gehen und auch mal bereit sein, mit im Weg zu scheitern und sich Kritik damit einzuhageln. Aber man sollte versuchen, das Wohl der Wikipedia sehr hoch zu hängen, und das sollte einem dann natürlich auch am Herzen liegen, dass das Projekt Wikipedia weiter gut bestehen kann und dass Konflikte so weit wie möglich umschifft werden können, um es mal so auszudrücken. Aber wenn es beim Schiedsgericht ist, ist es ja dann schon ausgebrochen. Ja, also den Konflikt gibt es, aber wie kommen wir jetzt, also der Eisberg ist 5 Meter vor uns, und wie umfahren wir ihn noch, ohne alle Benutzer gleich zu sperren? Also der Extremfall wäre natürlich, es gibt einen Konflikt zwischen 5 Benutzern und wir müssten alle 5 sperren, weil es die Arbeit in der Wikipedia so enorm belastet, dass man halt nicht mehr weiterarbeiten könnte. Das wäre die Variante, die wahrscheinlich keinem nutzen würde, sondern man muss halt schauen, wie man eben von dem Eisberg, der gerade vor einem steht, dann auch wieder wegkommt und schaut, dass man eine Lösung findet, die den Konflikt entschärft im ersten Schritt. Und wenn diese Entschärfung eingetreten ist, dann ist es in der Regel auch so, dass die Leute sich wieder ein bisschen annähern und dass die Maßnahmen im besten Fall auch gelockert werden können. Wie läuft das? Jemand meldet den Konflikt beim Schiedsgericht an? Einer von den 5 oder den 2 meistens, nehme ich mal an. Genau, also einer der an dem Konflikt Beteiligten stellt eine Anfrage beim Schiedsgericht und beschreibt eben, was das Problem ist, und erläutert aber auch, welche Lösungsansätze es schon gab. Also ein Konflikt, wo noch niemand der beiden miteinander gesprochen hat, sondern der einfach nur da ist und es keinen Austausch gab, wird vom Schiedsgericht in der Regel nicht behandelt, sondern es geht wirklich um Dinge, die schon verhärtet sind und wo selbstständig keine Lösung mehr möglich ist. Und dann versuchen alle Beteiligten natürlich auch, das Problem aus ihrer Sicht darzustellen und zu sagen, was ihrer Meinung nach Lösungsansätze wären. Das heißt, wie würden Sie sagen, kann dieses Problem gelöst werden? Also die Beteiligten, genau. Und wir im Schiedsgericht gucken uns natürlich auch haben uns den Fall immer angeguckt, haben wirklich bis aufs Letzte diese Beiträge teilweise gelesen. Das waren nicht immer schöne Zeiten, weil es ist extrem viel teilweise, was man da nachlesen darf. Aber man muss dann eben auch schauen, wo liegt der Ursprung des Problems und wo kann man eben anfangen, eine Lösung zu finden. Und dann hat das Schiedsgericht eben, wir sind nicht daran gebunden an irgendwelche, oder waren nie daran gebunden an irgendwelche Lösungsvorschläge der Beteiligten, sondern wir konnten natürlich auch ganz eigene Lösungen oder Lösungsansätze verfolgen. Aber wir haben natürlich immer schon geschaut, was könnte funktionieren und wie können wir versuchen, diesen Konflikt zu befrieden. Das gelingt natürlich nicht immer, weil du auch neue Wege ausprobieren musst und kein Konflikt wie der andere ist. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung, und im besten Fall herrscht danach eitel Sonnenschein, im schlimmsten Fall hat sich der Konflikt dadurch verschärft. Wie lange warst du jetzt im Schiedsgericht? Ich war von Mai 2015 bis September 2016 im Schiedsgericht. Okay, also du bist dann ausgestiegen. Ja. Hast ja aber auch genügend andere Sachen zu tun. Zum Beispiel habe ich dich gerade mit großen ausgedruckten Fotos gesehen. Genau, das sind die Top 10 Siegerbilder von Wikilove's Monuments Deutschland. Wikilove's Monuments ist der Wikipedia-Fotowettbewerb zu Bau- und Kulturdenkmalen. Und auch in diesem Jahr hatten wir wieder ganz viele Fotos in Deutschland, aus denen eine Jury die Top 100 ausgewählt hat. Ich habe zu spät ins Vorjury-Tool geschaut. Jeder kann ja mitmachen im Vorjury-Tool, und da ist auch eine Statistik drin, genau, wo man eigentlich sehen könnte, wie viele Fotos sind. Aber jetzt ist es geschlossen, das Tool. Ja. Hast du ungefähr einen Überblick? Ja, also wir haben insgesamt eingereicht, bekommen 39.000 Bilder in diesem Jahr. Zur Bewertung standen dann noch 24.000. Das heißt, die Fotografen konnten selber auswählen, welche Bilder jetzt zwar für WLM gut sind, aber keine Chance haben im Jury-Ranking und damit auch die Arbeit der Vorjury ein bisschen erleichtern. Und aus den
besten 1041 Bildern der Vorjury hat die Hauptjury dann nochmal die Top 100 ausgewählt in einer Jury-Sitzung in Hamburg. Du warst auch in der Jury mit drin. Ich war technischer Helfer der Jury, das heißt, ich habe mich vor Ort um die Ordnung und Disziplin gekümmert, dass auch die Abstimmungsrunden schnell vonstatten gingen und sich nicht allzu lange aufgehalten wurde, denn die Zeit wird am Ende natürlich schon ein bisschen knapp. Wir haben halt nur den Sonnabend als wirklichen Arbeitstag bei so einer Jury-Sitzung und am Freitag müssen organisatorische Dinge geklärt werden und Sonntag im besten Fall dann auch, was muss noch alles im Nachhinein getan werden und wer kümmert sich darum und wer fängt vielleicht vor Ort schon an mit Dingen, die noch zu erledigen sind. Und das heißt, man hat in der Regel von Sonnabend 9 Uhr bis abends 23 Uhr Zeit zu arbeiten, weil irgendwann ist dann auch die Konzentration. Ihr habt euch alle 1000 genau. Bilder. Also wir haben in der ersten Runde alle Bilder relativ zügig durchgearbeitet und haben, oder die Jury hat sie mit 1 bis 5 Punkten nochmal bewertet. Und aus den besten knapp 200 Bildern gab es dann einen zweiten Wertungslauf, wo dann auch auf die technischen Details geachtet wurden. Und aus diesen 200 Bildern hat man dann eine Top 100 bestimmt, wo er natürlich noch ein bisschen geschoben wurde mal, weil kann natürlich immer mal sein, dass das Ergebnis dann, wenn man sich's in der Reihenfolge betrachtet, doch noch ein bisschen anders sein sollte. Aber im Wesentlichen wird in zwei Abstimmungsrunden die Top 100 bestimmt. Hm. Ist es das erste Mal, dass du dabei warst? Ich war schon auch bei Wiki Loves Earth in diesem Jahr in der als technischer Helfer bei der Jury dabei. Und ich muss sagen, es ist ein ganz spannender Job, weil man sieht sehr, sehr viel an tollen Bildern. Also Fotografie ist ja auch so ein Hobby von mir und mache ich auch sehr gern. Und dann sieht man eben auch mal so andere gute Bilder, die man im Vorjury-Tool vielleicht gar nicht gesehen hat, weil man halt nicht alle Bilder bewertet hat oder die einem nicht mehr so im Gedächtnis sind. Aber international war das jetzt nicht, das war jetzt nur Deutschland. Das war die deutsche Jury und die Top 10 aus Deutschland, die, wie ich auch vor uns gerade in der Hand hatte, die Bilder, gehen dann in den internationalen Wettbewerb und die Abstimmung wird jetzt im November dann laufen und Anfang Dezember sollten wir wissen, ob... wird dann verkündet. Genau. Ah ja. Letztes Jahr war es auch ein deutsches Bild. Letztes Jahr war es das deutsche Platz 1 Bild, was auch international den Platz 1 belegt hat. Also der Leuchtturm, der ja vielleicht einigen dann noch in Erinnerung ist. Leuchtturm. Ja. Ja, Wiki Loves Monument sind vorwiegend Gebäude und Wiki Loves Earth sind so Natur... Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, ja, also vor... Ich glaube, das kam irgendwie aus dem osteuropäischen Raum, weil die dann nicht so viele Baudenkmale haben oder nicht fotografieren dürfen. Genau, also Pilotprojekt lief damals in der Ukraine zu Wiki Loves Earth und das Pilotprojekt zu Wiki Loves Monuments kommt aus den Niederlanden und... Beides sind mittlerweile internationale Fotowettbewerbe, das heißt, sie werden weltweit ausgerichtet. Bei Wiki Loves Monument steht, glaube ich, sogar im Guinness Buch der Rekorde. Genau, das größte Fotowettbewerb und in diesem Jahr 43 Teilnehmerländer auch beteiligt. Viele, ja. Genau. Und ich glaube, es sind immer mal ein paar Länder, die dann nur einmal teilnehmen und nicht nochmal. Genau, also beispielsweise, ich war dieses Jahr in Rumänien im Urlaub und hatte auch Bilder gemacht. Da haben wir überlegt, naja, die kannst du ja vielleicht für WLM verwenden. Leider gab es in Rumänien dieses Jahr keinen Wettbewerb, so dass ich mir dann doch noch ein bisschen Zeit lassen kann, auch nochmal über die Bilder drüber zu gehen. Ja. Das ist natürlich in einer kurzen Zeit. Hast du Spaßbilder auf, um die dann beim Wettbewerb einzureichen? Nee, nicht unbedingt. Ich war kurz vor dem September im Urlaub und hätte die Bilder dann auch relativ zügig durchgeschaut und geguckt, was brauchbar ist und was ich sofort hochladen kann. Und ansonsten dauert es bei mir immer ein bisschen, bis ich die Bilder auch hochlade, denn ich schaue sie mir nochmal genauer an, bearbeite nach und lasse mir da ein bisschen Zeit und manchmal kommt auch was dazwischen, so dass ich mich da ungern unter Zeitdruck setze und sage, jetzt müssen die Bilder fertig sein, sondern mir Zeit lasse und wirklich in aller Ruhe schaue, was sind gute Bilder und was kann man jetzt nicht so gut gebrauchen. Ich bin ja der ganze Gegensatz, bei mir brennt es auf der Festplatte und muss dann schnell runter. Ja, naja, wieder. Ja, ich finde das wie gesagt, gut, dass du nochmal besser drauf guckst. Eigentlich ist es ja für bessere Qualität viel besser. Ja, also ich lade auch Bilder, die ich so mache und die ich gerade gebrauchen kann für Artikel relativ zügig hoch
und bearbeite sie vielleicht später nochmal nach oder sage, okay, ich finde jetzt überhaupt keine Zeit und lade die Bilder hoch und jemand anderes, der möchte, kann das ja gerne machen. Also die Möglichkeit gibt es ja auf Commons. Aber sonst lasse ich mir eigentlich schon ein bisschen Zeit und schaue die Bilder nochmal genauer an. Stimmt, die Preisverleihung steht ja auch noch jetzt an, ne? Genau. In Berlin ist die. Am 25. November in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland werden wir das erste Mal so eine richtig offene Preisverleihung machen. Also die letzten Preisverleihungen fanden ja im Rahmen von Wikicon oder auf der Denkmalmesse statt. Und wir haben uns diesmal gesagt, wir nutzen den Abend vor der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland und veranstalten die Preisverleihung dann in Berlin und machen das so ein bisschen als Einleitung für die Mitgliederversammlung, für die Leute, die dann auch zur Mitgliederversammlung kommen möchten. Und steht natürlich trotzdem jedem Interessierten auch offen, vorbeizukommen und mitzumachen. In der Geschäftsstelle. In der Geschäftsstelle. Von Wikimedia Deutschland. Genau. Und am Tempelhofer Ufer. Ja, und sich zu beteiligen, vielleicht auch über die Bilder zu sprechen mit Leuten, die vor Ort sind. Also genau, sind ja die meisten Fotografen auch da. Genau, es sind die Top 10 Fotografen werden eingeladen, auch nach Berlin. Und wir möchten eben auch die Bilder, die gemacht wurden, zeigen und deshalb auch die Großformat-Bilder. Wir möchten so eine kleine Ausstellung machen und den Leuten eben zeigen, was wir Wikipedianer so machen. Denn viele Vereinsmitglieder haben ja nicht unbedingt so alles genau im Blick und wissen, was alles so läuft. Und Wikilovs Monuments ist eben eine schöne Möglichkeit, ihnen mal so einen Einblick zu geben. Denn es ist nun mal eines der großen Projekte, das jedes Jahr stattfindet. Man muss sich mal vor Augen führen, dass die alle von Freiwilligen organisiert werden. Genau. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn mal in Rumänien oder in Trinidad und Tobago das mal nicht stattfindet, weil es müssen mindestens 3 Leute sich finden, die da mitmachen. Alleine schafft man das nicht. Genau. Und also, manchmal finden die sich eben nicht, weil die Leute anderes zu tun haben. Genau, es ist natürlich ein ganz bisschen Arbeit, so einen Fotowettbewerb zu organisieren. Es müssen die Hilfeseiten geschrieben werden, es muss sich um Anfragen gekümmert werden von Leuten, die nicht weiter wissen. Man muss also wirklich aktiv Hilfe anbieten können da auch. Und das muss eben alles gestemmt werden und dafür sind 3 Leute schon wichtig. Also mindestens, ja. Mindestens. Und in diesem Jahr waren wir halt am Ende wieder zu dritt in der Hauptorga, wobei Martin Kraft und ich dann den Hauptteil übernommen haben. Und das ist schon sehr viel. Und hätte ich nicht Semesterferien gerade im September gehabt, dann wäre es auch ganz schön knapp geworden. Aber so hat alles super funktioniert. Also wir waren sehr zufrieden, wie der Wettbewerb gelaufen ist und haben uns auch über 500 neue Leute, die sich das erste Mal im Rahmen von Wikilovs Monuments beteiligt haben, sehr gefreut. Ja, das ist cool. Ja, und du bist noch an anderen Sachen beteiligt. Schiedsgericht, Wikilovs Monuments. Du studierst in Dresden und hast dort die Wikicon 2015 mitorganisiert. Genau, also die Wikicon, das große Treffen der deutschsprachigen Wikimedia-Community damals im Hygienemuseum. Und das war eher auch so ein bisschen zufällig. Also ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen und mir vorstellen könnte. Und ja, ich habe Interesse natürlich daran. Und dann hat sich das so ergeben. Und am Ende war das wirklich eine schöne Arbeit, weil man lernt halt auch, also neben dem, was man so bei Wikipedia kann, lernt man oder so an Informationen bekommt durchs Artikel schreiben und da eine nette Anekdote gefunden, lernt man eben auch sehr viel. Also wie organisiere ich irgendeine Veranstaltung, wie gehe ich am besten vor, wenn ich so ein Projekt organisiere, und das hilft dann eben auch für Wikilovs Monuments beispielsweise, was ja keine Konferenz in dem Sinne ist, aber man muss natürlich auch strukturiert an die ganzen Sachen herangehen, und diese Erkenntnisse daraus, finde ich, haben mir sehr geholfen. Wie viel wartet denn im in der Organisationsbrigade? Genau, also wir waren so 3 bis 4 Leute, also am Anfang 4, am Ende dann nur noch 3. Das kann natürlich immer mal passieren, dass jemand aus Dresden und Umgebung. Also einer kam aus der Oberlausitz, auch meine Heimat, was ungefähr 1 Stunde weg ist von Dresden, und 2 kamen aus der näheren Umgebung von Dresden, und wir haben das dort im Wesentlichen zusammen mit 2 Mitarbeitenden von Wikimedia Deutschland
gerockt. Sehr unterstützt. Genau. Auch organisatorisch. Genau, also gerade solche Dinge wie Vertrag oder Catering sind halt Dinge, die können wir nicht ganz alleine stemmen. Also gerade Vertragsabschlüsse, da ist es schon gut, Wikimedia Deutschland im Rücken zu haben. Und da waren wir sehr froh, dass wir die auch als Unterstützung hatten. Und die Konferenz selber hat ja im Genemuseum stattgefunden. Die haben so Seminarbereich oder Konferenzbereich. Wie seid ihr denn aufs Hygienemuseum gekommen? Das war auch so eher zufällig. Also wir haben was gesucht, was möglichst zentrumnah, also zentrumsnah ist, was vor allen Dingen gut erreichbar ist und wo es in der Nähe auch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Denn man möchte erstens vermeiden, dass es lange Wege gibt. Und zweitens möchte man natürlich gerne haben, dass die Leute auch abends sich dann nicht in 1000 Scharen auseinanderwürfeln und eher zu seinem Hotel gehen muss, was gegebenenfalls ewig weit weg ist. Und da ist eben das Hygienemuseum als wirklich etwas sehr zentrumsnahes mit vielen Veranstaltungsräumen verschiedener Größen, also Seminarräume, der große Saal, etwas größere, etwas kleinere Räume, wirklich sehr gut gewesen. Und das einzigste Problem war vor Ort eben das Internet, was prinzipiell eigentlich gar nicht vorhanden war. Mhm. Und wo wir mit der Zusammenarbeit des Dresdner Studentennetzes und vom Bürgernetz Dresden eine sehr gute Leitung bekommen haben. Und heute hat das Hygienemuseum dank unserer Veranstaltung auch eine gute Anbindung, da sie jetzt mit dem Bürgernetz Dresden zusammenarbeiten. Und das ist ja ein tolles Ergebnis. Das hat uns sehr gefreut, dass wir da auch so ein bisschen helfen konnten und hat halt eben auch was gebracht, dass wir da waren. Und ich glaube, die Veranstaltung war sehr gut. Also wir hatten tolle Erlebnisse am Sonntagnachmittag während des Dynamo-Spiels. Also ich hatte gerade einen Vortrag, während Dynamo, ich glaube, das Ausgleichstor damals erzielte. Und die Stimmung war einfach sehr gut da auch, weil das Stadion Flair ist in Dresden, ich kenne es auch, ich bin auch Dynamo-Fan, eigentlich immer sehr gut. Und da kann man eben auch mal was erleben in der Nähe der so einer Wikicon. Und ist eben was ganz Besonderes. Ja. Was man sonst nicht so oft bekommen kann. Die Museumsleute, die waren die begeistert, dass wir da eingerückt sind oder was sind? Ja, also sie haben sich gefreut, dass auch das Internet sich mal in ihren Räumen findet und sie haben uns auch angeboten, ja, wir würden dann auch, wenn Leute die Ausstellung besuchen würden, können wir vergünstigte Tickets anbieten und das wurde auch sehr gut genutzt, wie ich gehört habe. Und die Leute waren sehr begeistert von der Ausstellung, denn ja, nach Dresden kommt man nicht immer unbedingt so schnell von jeder Ecke Deutschlands und da ist es natürlich auch mal was Schönes, wenn man dann was Neues kennenlernt und das Hygienemuseum ist eines der Museen, die, denke ich, auch viele kennen oder schon mal gehört haben, wenn man das dann mal besuchen kann, haben beide Seiten was davon. Also das Hygienemuseum hat sich bestimmt gefreut, dass der Artikel auch ein bisschen bearbeitet wurde, was ein toller Nebeneffekt war. Und die Wikipedianer haben sich gefreut, auch mal sowas kennenzulernen. Die Wikicon in diesem Jahr war in Kornwestheim in der Stadtkongresshalle sozusagen. Ne? Und nächstes Jahr steht es ja noch nicht so fest. Ja, da freuen wir uns, sind wir alle gespannt, was da passiert. Aber in diesem Jahr wird es auch wieder eine Wikidach geben. Davon kann ich jetzt ein bisschen erzählen. Wikidach ist keine Konferenz, sondern eine Unkonferenz. Ein Barcamp. Das heißt, da fällt die ganze Arbeit der Planung weg. Die letzte Wikidach war in Schwerin vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Im Schloss und in diesem Jahr, nee, 2017 im November wird es in Mannheim im Schloss sein. Also unter Schloss machen wir es nicht mehr. Das gehört zur Universität und wir werden da von einer Professorin ganz toll unterstützt, die auch da eine Konferenz macht und ich freue mich schon sehr drauf. Und wir haben natürlich da nicht die Teilnehmerzahlen wie die Wikicon, so auch nicht so viele Tracks gleichzeitig. Das ist aber das Schwierige bei so einer Programmplanung. Dass keiner beleidigt ist. Und diesen Eisberg, den du vorhin genannt hast, umschiffen wir da, weil die Leute sich selber das Programm dann zustellen. Das kann man an der Wikipedia finden unter wikipedia.wikidach. Jetzt machen wir mal einen Einschub. Und zwar habe ich eine Zuschauerfrage vorliegen von Arndt. Okay. Die sogenannte Arndt-Frage, die ich jetzt jedem Gesprächsteilnehmer immer stellen werde. Und die lautet, was ist deine Motivation, so viel Zeit und Energie in die Wikipedia zu stecken?
Ja, auf der einen Seite ist es, Neues kennenzulernen, denn gerade beim Artikelschreiben stößt man, wenn man gut recherchiert, auch mal auf die ein oder andere Anekdote und hat dann was zu erzählen. Auf der anderen Seite ist es einfach das Interesse, Wissen verfügbar zu machen und auch auf eine Weise verfügbar zu machen, an die jeder rankommt. Also das Internet ist für uns alle Neuland, sagte Frau Merkel einst. Ich glaube, jeder kommt heute irgendwie ins Internet und nutzt das Internet, und Wikipedia ist eine der zentralen Quellen, die Menschheit hat, sage ich mal, ein bisschen. Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... Ist das deine Motivation, an sowas Tollem mitzuwirken? Ist das dein auf der einen Seite ist es... Ist das so seine Ersatzreligion für dich? Nein, also Ersatzreligion, nee, das ist wieder auch zu hochgegriffen. Nee, also auf der einen Seite ist es die Mitwirkung an so einem tollen Projekt ist was, was mich durchaus motiviert, denn man lernt dabei auch immer neue Leute kennen und auch ganz interessante Geschichten kennen. Und auf der anderen Seite ist es einfach das Wissen, was ich so habe, gerade im Film-Fernsehbereich war das, oder den Film, den ich gesehen habe, wollte ich eben auch in der Wikipedia haben, damit andere Leute die Informationen verfügbar haben an einer zentralen Stelle. Du wolltest es nicht nur für dich auswerten, sondern auch was anderes. Genau, also die Filme, die ich gesehen habe und wo ich mir den Inhalt vielleicht auch mal ein bisschen genauer angeschaut habe, wollte ich dann eben auch gleich in der Wikipedia abspeichern, so damit ich es auch nochmal wiederfinde und mich vielleicht auch daran erinnere, was war denn genau in diesem Film oder was lief da? Ja, das hättest du auch in ein privates Blog schreiben können. Ja, aber ich habe sowieso bei Wikipedia mitgemacht und war angefixt, und dann macht es halt auch Spaß, das weiterhin zu tun. Und was verschafft dir denn da so Glücksmomente, da weiterzumachen? Ich meine, das ist auch sicher mal frustrierend. Du hast selbst gesagt, auch ein Schiedsgericht, das artete dann in Arbeit aus. Ja, also was das Schöne ist, positives Feedback von anderen Leuten oder für dich selber auch das Gefühl, sinnvoll deine Zeit zu helfen. Ja, das auf jeden Fall, also das Gefühl zu haben, ich habe meine Zeit irgendwie sinnvoll investiert und nicht irgendwas gemacht, sondern ich habe vielleicht irgendjemandem geholfen, weil er jetzt den Artikel verwenden kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, also Dresdner Professoren sind noch so ein Projekt von mir, also Artikel zu Professoren zu schreiben, die vielleicht schon gar nicht mehr leben, aber die vielleicht besondere Dinge geleistet haben. Und das ist eben so, man vergisst diese Person ganz schnell. Und ich hörte einst den schönen Satz, alles, was man heutzutage nicht mehr bei Google findet, ist verloren. Und ich möchte eben vermeiden, dass Informationen über solche Leute, die vielleicht besondere Dinge geleistet haben oder die in ihrer Zeit wichtig waren, dass die verloren gehen, weil niemand mehr in dem Lexikon nachschaut und die Informationen über diese Person findet. Und es ist eben meine Motivation auch so ein bisschen, an diese Leute damit zu erinnern vielleicht. Wenn die Artikel gelesen werden, freut es mich natürlich, und es freut mich auch immer und es motiviert mich, wenn ich so ein Projekt abgeschlossen habe. Also beispielsweise im Sommer diesen Jahres habe ich allen Staatssekretären von deutschen Landesregierungen einen Artikel verpasst und war dann ganz froh, als ich es geschafft hatte und mir so bewusst wurde, ja, wir haben in diesem Bereich aktuell Vollständigkeit, und das ist gerade da sehr wichtig, weil diese Personen sind natürlich relevante Personen unserer Zeitgeschichte, aber die Informationen über sie gehen eben sehr schnell verloren, wenn sie nicht mehr in dieser Position sind, denn die meisten Informationen findet man online auf den Webseiten der einzelnen Ministerien, und wenn die Person eben nicht mehr im Amt ist, dann werden die Informationen runtergenommen, weil der neue Staatssekretär bekommt den Platz auf der Website, und diese Informationen eben auch festzuhalten irgendwo und zu sagen, ja, die Person war eben damals von 2014 bis 2015 vielleicht da Staatssekretär, das ist schon so eine Sache, die mich fasziniert. Also das Wissen eben auch zu speichern und weitergeben zu können. Ich höre raus, dass du
gern so in Projekten, projektweise arbeitest. Also einfach nicht nur mal hier und da was, sondern auch bei so abgeschlossene Themenfelder. Genau, also ich finde das immer sehr schön, wenn ich mich motivieren kann, dass ich ein konkretes Ziel habe, also irgendwo drauf hinarbeiten und zu sagen, beispielsweise jetzt sind alle aktuellen Volleyballspielerinnen des Dresdner SCs mit einem Artikel ausgestattet. Das ist halt so ein Projekt gewesen, woran ich gearbeitet habe, und dann ist auch ein klares Ziel da. Also man kann sagen, okay, es fehlen noch so und so viele Artikel und das muss noch gemacht werden, und dann suche ich mir ein neues Projekt. Und das müssen jetzt keine großen Projekte sein, wo 100 oder 150 Artikel zu schreiben sind, sondern es kann auch ein Projekt sein, wo 5 Artikel zu schreiben sind und wo ich eben sagen kann, okay, ich habe innerhalb von einer Zeit das jetzt geschafft, und ich sehe, was ich geschafft habe, und sehe Land in Sicht, wenn ich den letzten Artikel schreibe, und ich kann dann sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft. Darum hast du vermutlich auch am Wartungsbaustein-Wettbewerb teilgenommen, schwieriges Wort. Ja, das war auch immer so eine Sache. Also man kennt das ja in Wikipedia, da fehlen Belege, diesen Hinweis, oder der Inhalt dieses Artikels ist lückenhaft. Ich sehe das ganz selten, diese Kästchen. Ja. Okay, das kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich gezielt auch in solchen Bereichen tätig bin. Das sind aber auch so Dinge, die eben auch so ein konkretes Ziel sind. Also diesen Wartungsbaustein abzuarbeiten und zu schauen, wo kann ich denn Informationen finden, die gegebenenfalls hier fehlen, oder wo finde ich Belege für die Informationen? Denn es ist natürlich wichtig, dass der Leser auch nachvollziehen kann, woher kommen denn die Informationen, die in Wikipedia stehen. Denn ich sage das immer so schön, man muss Wikipedia nicht vertrauen, sondern man kann halt nachprüfen, woher die Informationen kommen. Und im besten Fall findet man alle Informationen, die in einem Artikel stehen, in irgendwelchen angegebenen Belegen, und man kann eben nachvollziehen, woher diese Informationen stammen, und kann sich dann ein eigenes Bild darüber machen und kann sich auch weiter informieren zu Themen. Erklär mal kurz, was Wartungsbaustellenwettbewerb ist. Ich meine, genau, also wenn man das Wort hört, kann man sich erstmal nicht so viel darunter vorstellen, glaube ich. Genau, also Wartungsbausteine sind ja, wie gesagt, diese Belege fehlen, der das Artikel sind so ist lückenhaft. Die Kästchen, die genau. In der Artikel selber reingepackt werden, genau. Um darauf hinzuweisen, dass da noch was dran zu tun ist. Genau, und im Rahmen dieses Wettbewerbes tut man das, was man ansonsten vielleicht auch das ganze Jahr über tut, aber halt mit dem Ansporn, man kann was gewinnen, und man arbeitet dann halt daran, Informationen zu ergänzen, Belege zu finden. Kann auch sein, dass ein defekter Weblink korrigiert werden muss. Und im Rahmen dieses Wettbewerbs arbeitet man sozusagen diesen Baustein ab. Und für die Abarbeitung dieses Bausteins erhält man dann Punkte, die mit Hilfe eines Tools errechnet werden. Und das ist ein bisschen komplizierter dann, aber da passiert so ein bisschen Magic, und genau. Dann bekommt man Punkte. Und genau, und dann bekommt man Punkte, und am Ende, wenn man ganz viel macht, gewinnt man vielleicht auch den Wettbewerb. Und ich hatte mir damals, ich hatte den Artikel Soko Leipzig, das ist eine deutsche Krimiserie, und da gibt es natürlich auch so immer Episodenlisten, nennt man das, also eine Auflistung von allen Episoden dieser Serie. Und da gab es damals einen Wartungsbaustein, dass irgendwie sollten die Kurzbeschreibungen, was in den Folgen passiert, ergänzt werden. Und das war so ein sehr großes Projekt, was ich mir vorgenommen habe. Und innerhalb dieser 2 Wochen, das waren gerade, ich glaube damals Herbstferien, habe ich dann eben alle Folgen, also auch vorher, ich habe es auch vorher also schon ein bisschen getan, um ein bisschen vorzuarbeiten und mir so Notizen zu machen. Und habe dann wirklich innerhalb von 2 Wochen diese ganzen, ich glaube damals waren es 260 Folgen, so eine Kurzbeschreibung zu verfassen. Und hast du die alle gesehen, diese Folgen? Ja, ich habe wirklich alle geschaut. Wie kann man die denn gucken? Einige waren auf YouTube, wobei das natürlich lizenzrechtlich gar nicht so. Das ist ja nicht deine Schuld. Ist aber nicht mein Problem, und ansonsten hatte ich auch ein paar Staffeln auf DVD zu Hause, und okay. So dass ich dann alle, also die aktuellen Folgen, die damals liefen, gab es in der ZDF-Mediathek oder hatte ich geschaut gehabt, so dass ich dann wirklich zu allen Folgen so einen groben Überblick hatte, was darin passiert. Und dann habe ich halt innerhalb dieser 2 Wochen wirklich das durchgepowert und runtergeschrieben. Und das war dann schon sehr extrem. Und beim
Und bei dem nachfolgenden Wettbewerb habe ich Ähnliches nochmal für die Serie Die Rettungsflieger getan. Das waren nur 110 Folgen, aber auch schon sehr viel. Und danach merkt man schon, also es ist sehr viel zu tippen. Und gerade nach Soko Leipzig, also mir taten dann die Hände richtig weh. Aber also, keine Sehnenscheidenentzündung. Nee, es war wahrscheinlich kurz davor. Also okay. Es war schon sehr viel Arbeit. Aber man hat halt auch dieses Ziel vor Augen. Man will das jetzt schaffen und bis dahin muss es fertig sein. Und ja, man braucht viel Begeisterung. Ja, man braucht viel Begeisterung und dafür braucht man natürlich auch viel Zeit. Und den Willen, das dann auch durchzuziehen. Genau, also das stimmt schon. Aber nach solchen großen Projekten gönne ich mir dann auch immer so ein bisschen Auszeit. Also gerade seit Sommer, seitdem ich jetzt wirklich die Staatssekretäre durch habe, lasse ich es deutlich ruhiger auch angehen mit Bearbeiten von Artikeln. Das gibt immer so Zeiten, da macht man mehr, da macht man weniger. Und man unternimmt dann auch mal privat ganz Dinge, die sonst vielleicht wegen Zeitmangels gar nicht so drin wären. Hm. Du hast auch schon Preise gekriegt. Ja. Soviel ich weiß. Ne? Newcomer-Eule. Ja. Du warst auch zu einer Preisverleihung im Ausland. Das sieht man auf dem Foto übrigens zu der Episode. Genau, also um auf Foto zu sprechen zu kommen, das war die Erasmus-Preisverleihung. Also Wikipedia hat im letzten Jahr... Die Wikipedia hat den Erasmus-Preis des niederländischen Königs im letzten Jahr bekommen. Was ist das für ein Preis? Muss man schnell in der Wikipedia nachgucken. Nee, muss jetzt nicht. Kann man selber nachschauen. Genau, also es empfiehlt sich, den Artikel mal zu lesen. Also wie gesagt, es ist eine Auszeichnung des niederländischen Königs, die jedes Jahr an einen anderen Preisträger geht. Und im letzten Jahr war es eben die Wikipedia-Community. Und dazu waren auch Autoren aus Deutschland eingeladen. Es gab also ein Kontingent. Und ich bin damals auch nach Amsterdam gefahren. Und wir hatten eine sehr nette Preisverleihung und einen Abend in Amsterdam. Und danach ging es eben wieder nach Hause. Und es war mal was Besonderes. Also es war ein Erlebnis, was man natürlich sonst nicht so einfach bekommt. Und ja. Haben es ja nicht so mit den Royals, aber du Prinz Willem Alexander oder wer ist das, der denn? Genau, also Willem Alexander ist der niederländische König, der auf dem Foto auch zu sehen ist. Der ist König inzwischen. Der ist mittlerweile König. Sie sind wenig mit den Royals. Ja, also ich habe, so genau kenne ich mich damit eigentlich auch nicht aus. Ich habe mich damals ein bisschen damit beschäftigt, vor der Preisverleihung. Musstest du einen Hofknicks machen? Nee, also das war relativ ungezwungen. Also natürlich Einlasskontrollen und so haben sie schon darauf geachtet, dass da alles ordentlich vonstatten geht. Aber die Atmosphäre war eben nicht so, wie man... Also ich hätte sie mir schlimmer, strenger vorgestellt, sagen wir es mal so. War eher bürgerlich. Genau. Und er war auch sehr gut drauf, hatte ich den Eindruck. Und es hat auch Spaß gemacht, da zu sein. Und es war eben ein tolles Erlebnis. Mhm. Und ja, die Eule, das war so ein Highlight, womit ich eigentlich gar nicht so gerechnet hätte. Die Wikicon. Genau, es gibt eine Wikipedia-interne Auszeichnung in Deutschland, die Wiki-Eule, die jetzt im dritten Jahr, glaube ich, verliehen wird. Und genau. Du hast im letzten Jahr die Newcomer-Eule verliehen bekommen. Genau, also. Als Einzelperson. Als Einzelperson, genau. Ja, das war, ich habe die Wikicon in Dresden organisiert und es hat auch alles Spaß gemacht und an diesem Abend der Eulenverleihung, das ist ja immer am Sonnabendabend oder Samstag, für alle, die mit dem Wort Sonnabend nicht so viel anfangen können, stattfindet, das ist dann eben so die Zeit, wo man es Wikicon-Orga so ein bisschen herunterfahren kann, weil darum kümmert sich das Team, was die Wiki-Eulen-Academy ist und die organisieren diese Veranstaltung und kümmern sich um den Auf- und Abbau und man unterstützt sie halt ein bisschen und ich hatte dann so ein, ja, der Tag war lang und es war viel zu tun und zwar es auch so ein bisschen herunterfahren und dann auf einmal zu erfahren, ja, man hat gewonnen, das war schon was Besonderes und was Schönes, hat mich sehr gefreut, diese Eule zu bekommen, muss ich sagen. Wo steht sie? Sie steht auf meinem Schreibtisch tatsächlich und ja, das ist immer so auch teilweise eine besondere Motivation nochmal, so ein Ansporn. Sie zu haben, ist was sehr Schönes. Hat mich sehr gefreut damals. Newcomer Eule, wie bist du denn in die Wikipedia reingekommen? Mit 14? Mit 15. Mit 15. Ja, das war durch Zufall. Ich glaube, es ging um den Artikel zur Serie Die Rettungsflieger.
Das lief damals im ZDF-Nachmittagsprogramm oder so. Mhm. Und ich habe das ein paar Mal gesehen. Das war eher so, ja, irgend so eine komische Serie und teilweise mal geschaut und auch nicht. Und irgendwann ist mir da, habe ich dann auch den Wikipedia-Artikel dazu gelesen, weil man will halt auch mal ein paar Informationen zu diesem, zu dieser komischen Serie da haben, die da immer läuft. Und dann habe ich festgestellt, da stimmte irgendwas nicht oder es fehlte was. Und habe ich dann angefangen, ja, da gibt's ja auch so einen Knopf bearbeiten. Ja, klickst mal drauf und guckst mal, was passiert. Und habe das dann auch gemacht und habe dann diesen Artikel bearbeitet. Und dann habe ich halt immer mehr gemacht und da noch was ergänzt. Hast du dich gleich angemeldet? Ich glaube, ja. Ich das war so, da anmelden und da bearbeiten. Also es war alles noch so ganz ungewohnt natürlich am Anfang. Und ja, aber probier es einfach mal aus und nimm dir da mal Zeit und guck dir das mal an, wie das funktioniert. Und wenn es nichts ist, ja, wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann da noch mal ein bisschen was ergänzt und da was gemacht und ja. Keiner hat es ausgelöscht, was du da gemacht genau. hast. Ah ja, und da hast du dich weitergetraut. Genau, und dann gab es auch mal ein bisschen irgendjemand, der gemeckert hat, glaube ich, aber das hat sich dann auch gelöst. Und wie gehst du da vor, wenn du was eine neue Formatierung anwendest oder wie eine Fußnote einfügen, ist ja immer auch nicht intuitiv. Nee, also das ging damals, also heutzutage geht es ja mit dem Visual Editor deutlich besser. Aber damals gab es auch schon so einen, ich glaube, den Knopf für Link einfügen gab es damals schon in dieser oberen Leiste. Und da drückt man natürlich auch mal ein bisschen und guckt. Und dann funktioniert das auch irgendwie. Und ganz am Anfang auch ohne Belege natürlich. Also das, was ich weiß oder das, was ich gelesen habe, einfach so reingeschrieben und vielleicht in die Quellen- und Zusammenfassungszeile noch was eingefügt. Und so bin ich da auch langsam da reingestolpert und habe dann auch ein bisschen mehr gemacht und habe dann auch, ich glaube, Belege für die Dinge, die ich vorher nicht belegt hatte, noch angegeben im Nachhinein, so dass das eigentlich ganz gut belegt sein sollte mittlerweile. Mhm. Bist du also wirklich von selbst zur Wikipedia gekommen? Genau. Also persönlichen Anlass? Oder? Nö, das war von selbst so. Also, ich hatte ein bisschen Zeit, hab mal ein bisschen geguckt und hab diesen Artikel halt gelesen und so bin ich dann ein bisschen reingestolpert sozusagen. Hast du so eine Computeraffinität? Eigentlich nicht unbedingt. Eigentlich. Also das. Kein Programmierer oder. Designer. Ja, ich schreibe schon. Jetzt im Laufe der Zeit hat sich das schon entwickelt, dass ich mal das ein oder andere auch an Programmieren gemacht habe. Aber das war nie so dieses Vorrangige. Also eher weniger diese Computeraffinität. Also Wissensaffinität, ja. Ja, so könnte man sagen. Klugscheißer-Affinität. Ja, also ein bisschen Klugscheißer muss man ja sein und ist auch für Wikipedia. Man muss sich auch trauen. Ne? Man muss sich auch trauen, aber so eine reine Klugscheißer-Mentalität ist halt auch nicht unbedingt hilfreich in der Wikipedia. Also man muss auch mit anderen Leuten sich austauschen können und es zählt auch immer die soziale Komponente dazu in der Wikipedia und das finde ich eben sehr wichtig und deshalb finde ich gerade persönliche Treffen mit anderen Leuten auch immer sehr interessant und sehr hilfreich. Gibt es auch da in Dresden viele? Oder? Wir haben einen monatlichen sogenannten Stammtisch, das ist also das Treffen der Leute aus der Region Dresden und auch aus der Stadt Dresden und das ist einer der ältesten und einer der regelmäßigsten Stammtische und also das ist wirklich so eine gute Möglichkeit, sich mit vielen verschiedenen Leuten auszutauschen, denn da kommt im Winter mal ein Gast zu unserem berüchtigten Weihnachtsstammtisch, der meist am 28. Dezember stattfindet. Du warst ja letztes Jahr auch da. Mhm. Und das ist eben, auch weil die Lokalität ein Dönerrestaurant ist, immer was ganz Besonderes. Und wieso ist ein Dönerrestaurant was Besonderes? Naja, also der Stammtisch trifft sich ja sonst immer in Gaststätten. Und ich habe auch von vielen gehört, wir treffen uns da in gut bürgerlichen Gaststätten, aber das ist das im Osten bei euch so, dass ihr euch im Dönerrestaurant trifft? Und ich meine so, nein, das ist halt, das Vierrad in Dresden ist eine tolle Location, also du kannst auch gut in einer größeren Gruppe dich treffen und hast eine ganz lockere Atmosphäre, man kennt sich mittlerweile auch mit den Betreibern und das ist eben eine wirklich tolle Atmosphäre und vor allen Dingen ist es günstig, weil ich sag mir immer, was bringt's, wenn
wir für irgendwie, also ich könnte es mir erstens nicht leisten und zweitens, wozu viel Geld ausgeben, wenn ich mit netten Leuten auch zum günstigen Preis mich treffen kann und mich austauschen kann. Und das ist im Vierrad immer sehr angenehm, muss ich sagen, in Dresden. Und das macht es eben auch so schön, zu den Stammtischen zu kommen. Und man freut sich immer, wenn auch jemand von weiter weg mal da ist. Jetzt ist Anfang Dezember wieder eine Veranstaltung in Dresden, ein Bibliotheksbarcamp. Genau, ein Wikilibrary-Barcamp nennt sich das. Das ist mit der SLUB Dresden, also der Sächsischen Landes- Stahl- und Universitätsbibliothek, also ja, es ist ein SLUB. Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, genau. Genau, und mit der Landes- und Universitätsbibliothek arbeiten wir ja schon im Rahmen dieser sogenannten Wikipedia-Sprechstunde seit April diesen Jahres zusammen. Das heißt, wir veranstalten so Treffen in der SLUB, wo wir allen Interessierten Rede und Antwort stehen und auch so einen Einblick in die Wikipedia geben. Kommen da auch Leute hin? Tatsächlich, also so die erste und zweite Sprechstunde waren jeweils so um die 10 Leute verteilt über die Zeit da. Zur Wikisource-Sprechstunde, also wir haben uns thematisch ein bisschen auf das Schwesterprojekt Wikisource eingelassen. Bei der letzten Sprechstunde, da waren vor allen Dingen auch ganz paar Mitarbeiter von der SLUB selber da und es konnte so ein bisschen mehr Fachaustausch stattfinden und wir versuchen auch immer mal so ein bisschen in diesem Format eben nicht nur das, was jeder kennt, Wikipedia irgendwo schon mal gelesen und das ist das Ding aus dem Internet, sondern auch eben mal so unbekannte Dinge vorzustellen, wie gerade eben Wikisource, was auch ein sehr interessantes Projekt ist. Hm. Die SLUB hat auch mal eine Bilderspende gemacht, ne? Das war die Deutsche Fotothek, die sitzt in der SLUB und das ist jetzt schon ein paar Jahre wieder her, dass diese Bilderspende lief. Das Projekt ist so ein bisschen eingeschlafen, weil es da auch ein paar Probleme mit dem Kategorisieren gab und das alles nicht ganz so einfach ist. Wir versuchen aber immer noch so, dass man das jetzt wieder so ein bisschen anschiebt, langsam und dass wir so ein paar tolle Bilder wieder bekommen können, denn es sind halt wirklich sehr oft Bilder, die an die man sonst nicht rankommt und die tollen Mehrwert darstellen würden. Und die einen tollen Mehrwert darstellen. Also jetzt kam ja gerade erst wieder eine Bilderspende aus genau, dem Raum Dresden. Genau, aus Meißen vom Verlag Brück und Sohn. Das haben zwei bekannte Dresdner Wikipedia-Autoren ein bisschen angeleiert und begleitet das Projekt und das waren 30.000 Postkarten, die da eingescannt. Das ist ein Postkartenverlag, ne? Genau, das ist ein Postkartenverlag. Die sind in ihr Archiv gegangen und haben, die haben selber gescannt oder haben die Wikipedia gescannt? Das haben sie so in Kooperation gemacht. Und dann wurden diese 30.000 Bilder eben gescannt und jetzt auch hochgeladen. Also das Projekt lief, ich glaube, 1,5 bis 2 Jahre und war ein sehr, sehr großes Projekt, was natürlich auch sehr viel Arbeitsaufwand hat oder gemacht hat. Und jetzt sind die Ergebnisse da und ich finde es einfach toll zu sehen, was uns an Schätzen teilweise verloren gegangen wäre, wenn wir dieses Projekt nicht gehabt hätten. Ja, und die Wikipedianer haben sich auch gleich draufgestürzt und haben die einsortiert. Ich helfe da auch mit. Ich bin sehr enttäuscht, dass keine Frankfurt-Oder-Bilder dabei sind. Das ist so mein Spezialgebiet. Aber Stefan Kühn und der Brauni haben da wirklich einen tollen Job gemacht. Ja. Wurde ein bisschen herumgekrittelt, weil zum Beispiel nur die Bildseite eingescannt wurde und nicht die Rückseite, wodurch ein paar Informationen verloren gegangen sind. Und tatsächlich auch da Fragen zum Urheberrecht. Das ist ja ein bisschen schwierig, weil die Postkarten sind Anfang des vorletzten Jahrhunderts entstanden. Und das waren meist junge Männer, die da fotografiert haben, sodass sie dann erst so in den 60er, 70er, 80er Jahren verstorben sind. Ja, das ist eine Situation, die ich habe mich damit nicht so genau beschäftigt. Musste auch nicht weiter darauf gehen. Ich will nur damit klar machen, wir sind immer total begeistert, dass wir alles machen. Und wir müssen uns mit diesem ganzen Urheberrechtskram dann immer Genau, darauf wollte ich auch gerade noch sagen. Also es ist eben, man muss sich da wirklich sehr intensiv damit beschäftigen, wenn man so ein Projekt angeht. Wie sieht das mit dem Urheberrecht aus und wie ist das damit? Und das ist eben für uns immer so ein relativ großes Problem. Also ich finde es zum Beispiel auch schade, dass wir kaum Bilder von Spielern von Dynamo Dresden haben. Auch von, du meinst jetzt von der DDR? Nee, auch von aktuellen. Also diese ganz normalen Pressefotos sind für uns halt in der Regel nicht nutzbar, denn
die Lizenzen sind nun mal nicht so, wie wir sie brauchen für Wikipedia. Also, und gibt es da auch nicht irgendwie Pressetermine, wo man hingehen könnte und die selber abknipsen könnte? Ja, also bei den Spielen wäre natürlich eine Möglichkeit, da bekommt man aber keine Akkreditierung, dank der schönen Regelungen, die es da gibt. Das ist also in der Regel aussichtslos und auch ansonsten stockt da so ein bisschen die Zusammenarbeit, was ich sehr schade finde. Also ich hatte mal angefragt bei Dynamo Dresden, wie das aussieht und naja, so viel ist da jetzt nicht bei rausgekommen. Man muss dranbleiben. Genau, man muss dranbleiben und das ist eben so was, wo ich auch gerne noch dranbleibe und auch gerne ein bisschen... ich sag mal so nerve, weil es ist halt wirklich was, wo ich sage, das ist wichtig oder auch gerade in Sachsen Denkmallisten sind ein ganz großes Problem für uns. Also wieso? Wir kommen halt also das Landesamt gibt diese Listen nicht heraus, weil Datenschutzgründe oder was genau da das Problem ist. Wessen Daten müssen da geschützt werden? Die der Häuser? Die der Besitzer? Ja, wobei, das ist... Du musst dich jetzt nicht verteidigen. Nee, also das ist halt auch so eine Frage, die ich mir da aufstelle. Also was muss da geschützt werden? Es ist nun mal so, wir kommen nicht an diese Daten ran und ich finde, es ist eine sehr unbefriedigende Situation, weil es ist absurd, dass irgendwelche Daten von Kulturdenkmalen, die ja auch ein Teil der öffentlichen Geschichte sind, einfach nicht verfügbar sind. Und ja, da sind wir eben sehr bemüht, auch in Dresden, dass wir versuchen, da eine Kooperation anzuleiern. Aber das kostet sehr viel Energie, die da reingesteckt werden muss auch. Ja, das stimmt. Ja, aber es gehört mit dazu. Genau. Jetzt findet in der nächsten Woche, diesmal in Berlin, im Hamburger Bahnhof, die Konferenz Zugang gestalten statt, wo genau die Leute aus dem sogenannten Glam-Bereich, Galerien, Bibliotheken, Archiven, Museen zusammenkommen und sich das mit diesem Internet und den freien Lizenzen anschauen, seit vielen Jahren schon. Und es geht in kleinen Schritten voran. Genau. Also das ist eben auch die Hoffnung, dass so die kleinen Schritte irgendwann uns dazu bringen, dass dann der große Schritt über den gesamten Zeitraum gesehen gemacht wurde. Es ist aber natürlich schon, wenn man sich überlegt, in welcher Zeit wir eigentlich leben und dass das eigentlich nicht unbedingt das neue Thema ist, das Internet heutzutage, sondern dass man das vor 10 Jahren schon hatte, dieses Phänomen, sage ich mal, dann ist es schon eine bisschen unbefriedigende Situation, denn gerade an irgendwelche Daten ranzukommen und die der Allgemeinheit nutzbar zu machen, ist halt eine Sache, die wird heute immer wichtiger und beginnt erst halt eigentlich nicht jetzt erst, sondern das ist eigentlich schon eine Sache, die man hätte vor 10 Jahren beginnen können und sollen vielleicht. Das ist dann echt auch ein Generationenproblem. Ja. Du hast ja auch Frau Merkel zitiert mit dem Neuland. Es ist tatsächlich halt auch noch Neuland. Ja. Man kann sich jetzt aber nicht zurücklehnen und warten, bis eine Generation herangewachsen ist, die mit dem Internet aufgewachsen ist, weil nämlich jetzt die Gesetze gemacht werden, die dann auch in 10, 20, 30 Jahren gelten werden. Und gegen die einzugehen, ist dann nochmal schwieriger, als jetzt dabei zu sein. Genau. Aber da passiert auch einiges. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Da werde ich mal versuchen, den Dimi ranzukriegen, der in Straßburg da für uns arbeitet. Und haben wir noch irgendein Thema, was wir besprechen wollen? Alles erzählt. Warst du bei den jungen Wikipedianern? Ja, ich war damals in einer Phase dabei, wo die jungen Wikipedianer so ein bisschen eingeschlafen waren. Das war eben so die Phase nach der Gründung und so ein bisschen Hochzeit. Musst du kurz erklären, was jungen Wikipedianer sind? Ja, jungen Wikipedianer sind die unter 18-Jährigen in der Wikipedia. Die haben so eine eigene Gruppe, wo sie sich eben auch über Themen, die sie interessieren, austauschen können. Und die wurden 2012 rum gegründet und ich war dann eben auch bis zu meinem 18. Geburtstag Teil der jungen Wikipedianer. Dann musstest du raus, haben sie dich raus? Ja, also ich bin natürlich dann freiwillig gegangen, aber das Regelwerk sieht eben vor unter 18-Jährige und ich begleite heute auch immer noch so ein bisschen die jungen Wikipedianer und stehe auch gerne bei Fragen denen zur Verfügung und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, in der ich noch dabei bin. Als Alt-Jung-Wikipedia. Genau, und wo ich mich natürlich auch immer noch den Jung-Wikipedianern verbunden fühle, aber die Hochzeit, die es jetzt seit dem ersten Treffen im Mai letzten Jahres gibt, die habe ich nicht mehr aktiv als Jung-Wikipedianer erlebt, sondern so ein bisschen als Außenstehender. Genau.
Und als entspannten Abschluss unserer Sendung haben wir gemeinsam ein Stück rausgesucht, was deinem Musikgeschmack entspricht, und zwar von der polnischen Band Metamorphosis. Den Titel Biopsia Duszy steht unter der Lizenz CC BY-SA und geht richtig ab. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir sehen uns in Dresden bei dieser Wiki-Bibliothek Library Dixbooks. Wir sehen uns bei der Wikicon im nächsten Jahr. Und bei der Preisverleihung zur WLM hoffentlich. Da sehen wir uns auch, ganz genau. Das ist ja für mich hier Katzensprung. Ja. Na dann, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt etwas freie Musik. Nie myślałem nigdy, że żyć będę w tak osobliwej chwili, kiedy Bóg najdą krwi i upokorzy ludzi, zostawiając im wnioski, nie mówiąc już nic. Zostawiając im wnioski, nie mówiąc już nic! Moja myśl na ja! Ruchu, 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 ruchu!
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.